Mein Name ist Wenzel, ich bin 23 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik. Mein Name ist Lars, ich bin 22 Jahre alt und ich mache auch die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Ich arbeite in der Warenausgabe. Ich warte morgens auf die Kunden, die etwas gekauft haben. Die geben mir ihren Kaufvertrag mit der Rechnung, dann vergleiche ich das und dann bringe ich den Kunden die Ware, die sie abholen wollten. Ich fange morgens früh an und kommissioniere für die verschiedenen Filialen die Ware. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder fährt man mit dem Kommissionierstapler die Ware holen oder ich nehme mir eine Kolette, um dann schwere Sachen aus den anderen Etagen zu holen. Also Teamarbeit ist sehr wichtig, da viele Kunden gleichzeitig kommen und dann kann sich einer um einen Kunden kümmern, der andere kann schon mal seine Ware holen oder auch manchmal bei der Bereitstellung morgens haben wir schwere Sachen und da ist es besser, wenn man dann zwei Leute hat, die das Paket hochheben können. Ich komme sehr gut mit meinen Vorgesetzten zurecht und wenn man Fragen hat, wird einem immer alles erklärt. Sie kümmern sich, bemühen sich, dass es den Auszubildenden sehr gut geht. Also ich würde anderen Leuten auf jeden Fall empfehlen, sich hier zu bewerben. Da man hier sehr viel erlebt, man kann sich bei der Arbeit bewegen, man hat ein tolles Team, mit dem man zusammenarbeiten kann und die Übernahmechancen sind eigentlich sehr hoch bei Zuhörern und die meisten Azubis werden auch übernommen, wenn man sich vorher gut angestellt hat.